Ich habe jetzt nicht vor, Ihnen etwas über die Lage von Familien in Deutschland zu erzählen. Also die kennen Sie selber, die kennen Sie besser. Und ich gehöre jetzt nicht zu den Wissenschaftlern, was vielleicht typisch für Pädagogikprofessoren ist, die besser wissen als die Eltern, wie es in Familien zugeht. Es geht vielmehr darum, dass wir sehen, in was für einem gesellschaftlichen und historischen Umfeld sich Familien bewegen, welche Stellung die Familie in der modernen Gesellschaft hat und in der modernen Gesellschaft bedeutet nicht nur in Deutschland. Alles, was bei uns in Sachen Familie diskutiert wird, ist global anzutreffen. Es gibt nichts an unseren Diskussionen, was irgendwie spezifisch deutsch ist. Also wenn ich Artikel sehe oder so, nur in Deutschland, also, dann klicke ich direkt weiter, das lese ich erst gar nicht, weil das ist vom Grundsatz her verkehrt. Also das typische Beispiel mit der angeblich spezifisch deutschen Rabenmutter. Ja, also bitte, in den USA, USA vor allem gibt es viel härtere Diskussionen über frühe Fremdbetreuung. Hat auch damit zu tun, dass sie dort früher eingesetzt hat und dass man mehr Erfahrung hat und mehr wissenschaftlichen Input dazu durch diese berühmte NICHD-Langzeitstudie. Das Thema Patchwork, Familien oder das Thema gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, so, das haben sie überall, global, auch in Lateinamerika. Und warum das so ist, deutet das Schumpeter-Zitat vorne an. Josef Schumpeter hat im Grunde in der ersten Hälfte oder Mitte des 20. Jahrhunderts diese Entwicklungen im Grunde schon eher prognostiziert als diagnostiziert, weil als er das geschrieben hat, stiegen eigentlich in Amerika zum Beispiel überall die Heiratszahlen und die Kinderzahlen auch. Und dann ging es aber 20 Jahre später los. Genau das, was im Grunde Schumpeter diagnostiziert hatte, was in der Nachkriegszeit zunächst nicht eintrat. Es gab in der Nachkriegszeit einen ungeheuren Babyboom. Und das kennen Sie aus Deutschland, die Babyboomer der Jahrgänge um 1960. Und da muss man sich vorstellen, dass der deutsche Babyboom um 1960, ja, im globalen Kontext ein kleiner Hügel war. Also in anderen Ländern, vor allem den USA, Kanada, den angelsächsischen Ländern, aber auch Irland, Island, Nordeuropa, waren die Geburtenraten viel höher. Die lagen zum Teil über 4 in Neuseeland, in Irland, in Island. Und damit kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Wenn die Geburtenraten in solchen Ländern heute höher sind, dann sind sie höher, weil sie früher schon höher waren. Nicht, weil es da irgendwie eine bessere Familienpolitik gab oder es irgendwie den Kulturwandel, den wir erlebt haben, dort nicht gegeben hätte. Das Gegenteil ist der Fall. In vielen Ländern war der Gesellschafts- und Kulturwandel in den letzten Jahrzehnten viel härter als in Deutschland. Klassisches Beispiel dafür ist Spanien. Ja, ist hier drauf und noch extremer sogar Portugal. Also sehen, dass die Spanier einen viel stärkeren Geburtenrückgang hatten und im Übrigen auch inzwischen höhere Scheidungsraten als in Deutschland oder auch den Niederlanden. Und Ähnliches gilt für Kanada. Und dann sehen Sie das im Grunde entscheidende Beispiel, Korea. Korea hat das, was die Demografen den ersten und zweiten demografischen Übergang nennen, in einem Zug erlebt. Also in Europa, Nordamerika sind zuerst die Geburten etwa um 1900 von vorindustriellen Werten, also von 5 pro Frau auf ungefähr 2 gefallen. Und dann gab es eine etwa 50 Jahre lange Stabilitätsphase, so zwischen 1920 und 1970, wo die Geburtenraten um 2 waren. Das ist in verschiedener Hinsicht der ideale Wert. Und in dieser Phase ist der Wohlfahrtsstaat, ist die ganze Infrastruktur aufgebaut worden bis zu unseren Rentensystemen. Und
genau diese Phase erleben, die hat Japan nur noch 20 Jahre erlebt, irgendwie zwischen 50 und 70. Und alle anderen ostasiatischen Industrieländer erleben sie gar nicht. Die sind übergangslos von Überschussgeburten, hohen Geburtenraten in die Sub-Replacement Fertility, also die Reproduktionsraten unter zwei Kindern pro Frau übergegangen. Unter zwei Kinder pro Frau und vor allem unter 1,5 bedeutet, dass die Gesellschaft dramatisch altert. Das wird bei Demografiegipfeln gerne überspielt. Da wird so getan, als bedeute Alterung, dass wir alle älter werden. Das stimmt auch und das trägt auch zur Alterung bei. Aber der primäre Grund der sozialen, nicht der individuellen Alterung, ist der Geburtenrückgang. Und was entscheidend ist, dieser Geburtenrückgang ist im Grunde nur das Symptom einer Gesellschafts-, einer Kulturrevolution, einer globalen. Dafür ein Beispiel. Wenn man in Deutschland sich Heiratsquoten anguckt, dann haben die sich, also wie viel Prozent der Leute verheiratet waren, dann haben die sich seit Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, soweit man das überhaupt statistisch zurückverfolgen kann, bis 1970 nicht verändert. Kaum verändert. Das schwankt um 90% der 40- bis 50-Jährigen. Um 1970 sinkt es dann bei den Männern drastisch ab und bei den Frauen etwas später. Und heute sind es ungefähr 40%, die nie in ihrem Leben heiraten werden, vor allem in den jüngeren Männergenerationen. Wie gesagt, und früher waren es unter 10%. Und das Entscheidende ist, das ist eben auch nichts spezifisch Deutsches, nichts spezifisch Europäisches, sondern ein globaler Trend. Und Sie sehen, dass der in Japan sogar noch drastischer sich vollzogen hat als in Deutschland. Das hat also zwei Gründe, diese extreme Veränderung. Einmal, dass die Leute später heiraten, klar. Andererseits aber, dass sie eben gar nicht mehr heiraten. Also bei den noch Jüngeren sind die Veränderungen noch dramatischer, bei den etwas Älteren nicht mehr ganz so dramatisch, aber die Tendenz ist klar. Und Südkorea ist für all das das Musterbeispiel. Bis vor 20, 30 Jahren gab es da praktisch keine Scheidungen, war unbekannt. Heute hat man dort die Scheidungsraten, die gehören zu den höchsten in der OECD-Welt. Und die Veränderung ist so dramatisch, dass sie im Bewusstsein der Menschen, wenn ich jedenfalls koreanische Kollegen richtig verstehe, gar nicht angekommen ist. Also die Koreaner haben das Bild, dass es irgendwie bei ihnen keine Homosexuellen gibt. Wenn das irgendwie Koreaner, also das sind irgendwelche Ausländer dann. Es gibt zwar überall solche Bars, es gibt überall Stundenhotels oder so, aber koreanische Mädchen sind eben Jungfrauen, solange sie unverheiratet sind. Das ist also, das Bewusstsein ist einfach mit dem Gesellschaftswandel nicht mitgekommen. Und das erzähle ich jetzt vielleicht etwas karikierend über Südkorea, aber das gilt für uns natürlich auch. Das ist nicht nur bei Konservativen, sondern gerade auch bei Progressiven oder Linken so, dass sie im Grunde die Dramatik dieses Gesellschaftswandels gar nicht wahrhaben wollen. Und das ist nicht nur für Politik und Medien typisch oder dass sie das gar nicht wahrnehmen. Es liegt jenseits überhaupt des Wahrnehmungshorizontes, sondern es ist auch ein Problem in der Wissenschaft. Es gibt eine große Theorie, die des zweiten demografischen Übergangs eines belgischen Forschers, die meines Erachtens sehr unzureichend rezipiert wird. Und man neigt eben dazu, die Alterung zu beschönigen und auch, da kommen wir noch zu, den Wandel der Familien und der Lebensformen zu verniedlichen. Und aus diesem Wandel ergeben sich natürlich gewaltige Ungleichgewichte und Herausforderungen, die Alterung mit ihren Folgen auf die sozialen Sicherungssysteme, aber natürlich auch durch die differenzielle Fertilität von, also auf ärmeren Kontinenten von nicht-europäischen oder westlichen
Bevölkerungsgruppen, durch die Migration wandelt sich die Bevölkerungsstruktur dramatisch. Das ist nun eine Sache, die betrifft nicht alle Länder. Japan betrifft die nicht, weil die keine Zuwanderer reinlassen. Aber Nordamerika, Europa betrifft sie und das auch in relativ ähnlichem Maße. Und diese Veränderungen, wie der Rückgang, also die Scheidungsanstieg, was damit zu tun hat, Liberalisierung der Abtreibung und so fort, das alles geht natürlich sehr hart an verwurzelte Überzeugungen, religiöse, moralische Überzeugungen und ruft jedenfalls in den USA starke Abwehr oder Gegenreaktionen hervor. Und die USA sind in dieser Hinsicht auch eine gewisse Ausnahme. Also wenn Sie sich die demografischen Daten von Utah ansehen, dann sind die sehr, sehr ungewöhnlich. Ja? Also irgendwie Heiratsalter von 22 und so fort. Und Sie wissen dann auch, woran das liegt. Das sind eben spezielle Bevölkerungsgruppen, die diesen Wandel nicht mitmachen und die im Grunde an dem festhalten, was ich ein familialistisches Welt- und Selbst- und Gesellschaftsbild nennen würde. Der Gegenpol dazu ist im Grunde das, was man früher vielleicht leicht mit dem Marxismus oder Kommunismus identifiziert hätte, was aber auch eine andere Wurzel hat. Ich nenne es den Myrdalismus. Also Gunnar und Alva Myrdal, die Vordenker des schwedischen Wohlfahrtsstaates, haben eben den Geburtenrückgang in Schweden schon in den 30er Jahren analysiert und ein neues Gesellschaftsmodell entwickelt, das eben sehr stark auf die Gleichstellung von Frauen, auf die öffentliche Erziehung von Kindern und auf die reproduktive Steuerung der Gesellschaft durch den Staat setzt. Reproduktive Steuerung heißt also eben Geburten fördern, aber dann auch Geburten von den Richtigen und ja, andere eben sterilisieren. Also es gab ja in Schweden bis in die 70er Jahre große Sterilisationsprogramme von dann tatsächlich oder vermeintlich irgendwie schwachsinnigen Frauen oder so. Und das ist ein in sich sehr, sehr durchdachtes System, was ohne diese eugenische Komponente in den letzten 30 Jahren von Gösta Esping Andersen, einem ganz, ganz bekannten und in den Sozialwissenschaften sehr, sehr angesehenen und einflussreichen Wissenschaftler, aktualisiert wurde. Und Gösta Esping Andersen hat auch zum Beispiel vor 10 Jahren etwa in der Berliner Republik publiziert. Und da sieht man auch den Ideentransfer nach Deutschland für die deutsche Sozialdemokratie, weil ja die schwedische Sozialdemokratie immer jahrzehntelang vorbildhaft. Und dementsprechend passten dann auch die Esping-Andersen-Ideen zum Beispiel sehr gut zu dem, was eben dann der Kreis der Familienpolitiker in der SPD um Renate Schmidt wollte und konzipiert hat und dann eben vor 10 Jahren begonnen hat, durchzusetzen. Also die neue, wie ich das nenne, mörderlistische Familienpolitik, die auf die Ganztagsbetreuung von Kindern setzt. Also Sie finden sich da wieder. In diesem Schema denke ich, ich möchte kurz bemerken, es ist dichotomisch dargestellt. Also es heißt jetzt nicht, dass alle Mörderlisten sagen, irgendwie Moral ist egal oder sowas. Ja? Aber, oder umgekehrt sagen, ja, alle Familialisten, Aufklärung, Kritikfähigkeit, ja, die Kinder müssen unkritisch sein, alles glauben oder so. Also das ist natürlich nicht der Fall. Das sind nur, wenn man so will, Pole, ja, nach denen sich die Kompassnadeln ausrichten, Schwerpunkte, die man setzt und die eben letztlich nicht vereinbar sind. Und je nachdem, was man da befürwortet, folgen daraus
ganz strikte politische Option. Also Mörderlisten sind natürlich für eine Individualbesteuerung und strikt gegen Ehegatten- oder Familiensplitting, sind natürlich deswegen auch gegen Witwenrenten. So, weil es immer darum geht, die Familie quasi, die Familienmitglieder als Einzelne zu fördern, die Kinder in den Krippen, die Frauen durch Frauenpolitik, wie auch immer, während Familialisten quasi dazu neigen, die Familie als Lebensgemeinschaft stützen zu wollen und das nicht bloß durch Moralpredigen, sondern durch materielle Unterstützung. Das kann Wohneigentumsförderung sein, das kann Erziehungsgeld sein oder Steuererleichterungen. Das ist im Grunde zweitrangig. Das eine ist eben eine Institutionsschutz und das andere eine Familienmitgliederpolitik. Und der Mörderlismus ist natürlich der Mainstream. Also in Europa sowieso, auch in den USA. In den USA gibt es, wie gesagt, einen gewissen Widerstand dagegen. Und auf Deutschland angewandt ist es sagen, den Vertretern dieser Richtung, die Meinung durchzusetzen, ja, wenn Deutschland zu wenig Geburten hat, dann liegt das an den überholten Leitbildern der guten Mutter und so der Rabenmutter und natürlich, dass es viel zu wenig Krippenplätze gibt und Beruf und Familie unvereinbar sind. Also Sie haben ja vorhin an den Daten gesehen, dass die Familienpolitik auf den Geburtenrückgang, dass das also minimalen Einfluss nur gehabt haben kann, weil es überall sehr ähnlich war. Aber das bleibt ausgeblendet, dieser historische Bezug. Stattdessen vergleicht man Deutschland mit Skandinavien. Und dann denkt man, ja gut, die haben höhere Geburtenrate und die sind auch viel moderner angeblich. Und deswegen liegt das daran, also dass wir zu wenig modern sind, deswegen haben die mehr Geburten. So, das ist der Kurzschluss. Und wurde begründet stark mit dem Zusammenhang zwischen Frauenerwerbstätigkeit und Geburtenraten. Die sind also positiv korreliert. Also Länder mit höheren Frauenerwerbsquoten haben höhere Geburtenraten. Ist nur, wenn man das in Vollzeitäquivalente umrechnet, Unsinn. Da gibt es keinen Zusammenhang. Der Zusammenhang ist rein über Teilzeitarbeit vermittelt. Das ist also mein erster Kritikpunkt an dieser Argumentation, die sich da durchgesetzt hat. Mehr noch als die Fertilität, die Geburten, ja, ist natürlich der Bildungsargument durchschlagen. Klar, also die Kinder werden in den Krippen viel schlauer. Okay, so darum geht es. Es geht nicht darum, dass die unschädlich sind, sondern es geht ja immer darum, dass das alles viel besser klappt, wenn der Staat das macht. So, und gut, und dann können Sie sich natürlich die Bildungsergebnisse von Schweden oder Frankreich auch aus den letzten PISA-Studien angucken und da Ihre Zweifel äußern. Die liegen, sind nämlich alle schlechter als Deutschland, die Schweiz, Österreich. Gut, aber das bleibt einfach ausgeblendet in der Diskussion und auch in der wissenschaftlichen. Und letztlich stellt sich bei mir immer die Frage, wer ist es eigentlich, der irgendwas verzerrt oder idealisiert? Sind es jetzt die Konservativen, die heile Familie hochhalten? Oder sind es die, wie ich sie nenne, Mörderlisten, die glauben, dass der Staat viel besser erziehen kann? Also, und da habe ich natürlich auch meine Meinung zu. Und die ersten, die Einschüchterung ist ja immer natürlich, dass die mörderlistische Argumentation scheinbar pragmatisch daherkommt. Die gesellschaftliche Veränderung, ja, aber wie verändert sich denn die Gesellschaft? Und da stellt man Überraschendes fest, ja, in der Tat, das Hausfrauenmodell geht zurück, aber es setzt sich eben nicht das Doppel-Vollzeitverdienermodell durch, sondern das geht auch zurück. Das sind im Grunde vernichtende Daten für die neue Richtung. Die gesellschaftliche Entwicklung geht eben nicht in die Richtung, wie Sie sich das wünschen. Und deswegen haben wir seit Jahren auch diese Propaganda über die sogenannte Teilzeitfalle. Ist ganz logisch, hat dies als Hintergrund, weil das nicht gewünscht ist, diese Richtung, in die es geht, hin zur Teilzeitarbeit von Müttern. Also die Vollzeitarbeit von Frauen hat in den letzten 20 Jahren abgenommen. Und auch das ist im Übrigen nichts spezifisch Deutsches.
In den Niederlanden und in der Schweiz haben sie noch höhere Teilzeitquoten. Australien, Großbritannien, Belgien, anderen Ländern sehr, sehr ähnliche. Auch in Skandinavien, Norwegen hat fast dasselbe Niveau wie Deutschland. Dann ist natürlich grundsätzlich die Frage, dieses modalistische Modell der Ganztagsbetreuung, der doppelten Vollzeiterwerbstätigkeit, wie steht das eigentlich zu Kindern? Und da ist Deutschland sehr instruktiv, weil wir haben in Deutschland dieses Modell zumindest gehabt, und zwar in Ostdeutschland. Es gibt kein Land oder keine Region auf der Welt, außer vielleicht Dänemark, wo die Betreuung so gut ausgebaut ist wie in Ostdeutschland. Ja? Also das mag in Deutschland alles noch als unzureichend angesehen werden, aber das ist ja man auf hohem Niveau im internationalen Vergleich. Und was man jetzt sieht, ist natürlich unter den Bedingungen der doppelten Vollzeiterwerbstätigkeit sinkt die Fertilität sehr niedrig, wenn keine Krippenplätze da sind. Aber man sieht eben auch, es ist immer, auch unter den Bedingungen der Krippenplätze und so fort, das Modell mit der niedrigeren Fertilität. Also im Grunde kann Ganztagsbetreuung nur den negativen Einfluss der Vollerwerbstätigkeit etwas vermindern, aber nicht aufheben. Und da ist natürlich die Stärke der Argumentation der neuen Familienpolitik. Wenn man der Meinung ist, dass Frauen viel häufiger in Vollzeit erwerbstätig sein müssen, dann braucht man die Krippenplätze, damit die Fertilität nicht absinkt. So rum wird ein Schuh draus. Also das ist zuzugeben. Ein total blinder Fleck und total vernachlässigt sind die Familienform und deren Auswirkungen. Also die fröhlichen Patchwork-Familien im Fernsehen sind eben nicht die Realität. Also das Fernsehen oder die Medien, da bin ich etwas anderer Meinung als Richard Schütze, gibt schon die Wirklichkeit wieder oder ist ein Indikator für Trends. Und was man dort sieht, kommt auch in der Realität. Aber sie übertreibt natürlich maßlos und vor allem wird sie beschönigt. Sie wirft zwar gerne anderen Beschönigungen vor, der kritische Journalist, aber er ist selbst eben nicht so kritisch, wie er meint und unterliegt eben im Grunde oft romantischen Vorstellungen. Also das sind Sachen, die Sie auch in den USA sind, die besser erforscht, da finden Sie viele Daten in der Richtung. Also die Vorteile der Normalfamilie für Kinder ist eigentlich unbestritten. Und das ist eben keine reine Privatsache, weil das kostet eben, das Zerbrechen von Familien kostet viel Geld. Also Familienhilfen und darf eben Vollzeitpflege und Heimerziehung kosten in Deutschland inzwischen Milliarden. Also das ist ein großer Posten. Mehrere Milliarden, ähnlich wie Kindergärten oder Krippen oder so, ist das ein richtig großer Finanzposten. So, und wenn man das sieht, kann man sich natürlich fragen, ob der Familialismus eben in allem so überholt ist und welchen Wechsel wir da auf der politischen Ebene, welchen Bruch wir da erlebt haben, sieht man, wenn man ältere Familienberichte liest, sogar aus der Zeit von SPD-Regierungen. Die Formulierungen, denke ich, sprechen für sich. Ja, fast wortgleich kann man Ähnliches auch im Sozialkatechismus der katholischen Kirche finden. Und wenn man mit solchen Ansichten sich irgendwie altmodisch oder minder bemittelt vorkommen soll oder da abgetan wird in der Richtung, dann gibt es eben einiges, was man dem entgegenhalten kann. Und das wollte ich Ihnen vermitteln und bedanke mich fürs Zuhören.